zur dritten Sendung vom BSV Late Night Talk. Heute bei mir in der Runde sitzt Herr Pallava mit seinem Thema Von oben sieht man besser. Rechts neben mir begrüße ich Herrn Fritz Caraldo mit dem Thema Reicht eine gute Halbzeit. Herr Pallava, von oben sieht man besser. Worauf wollen Sie hinaus? Eigentlich auf drei Sachen. Eben kurz in der Reihenfolge der Wichtigkeit. Erstens, mein aktueller Tippstand. Ich gucke auf Sie ja alle herab. Zweitens, der BSV grüßt momentan die Gegner von oben. Zwei Spiele, zwei Siege. Und drittens, allgemein die Position wie am Panzenberg, wenn man ein bisschen erhöht steht, finde ich immer schön. Sieht man einfach mehr vom Spiel, als wenn man direkt am Platz dran steht. Was auch nett ist, aber von oben sieht man da halt dann manchmal ein bisschen besser. Man sieht so einfach mehr. So wie früher Bertel Vogts bei Bayer Leverkusen. Als dritter Trainer? Als dritter Trainer auf der Bank, ja, vielleicht, ja, so ähnlich. Also ich würde mich jetzt nicht als Trainer bezeichnen, definitiv nicht, aber man sieht halt von oben mehr, ich kann besser das taktische Geschehen verstehen. Aber wir können ja gerne in die Runde draußen fragen, also wenn jemand noch einen Trainer sucht, wir haben hier jemanden mit sehr viel taktischem Verständnis. Herr Pallava steht auf jeden Fall zur Verfügung. Herr Caraldo, reicht eine gute Halbzeit? Frage an Sie. Ja, momentan noch. Aber ich finde, die Frage ist schon berechtigt. Momentan, also zwei Bremen-Liga-Spiele und jeweils nur eine gute Halbzeit. Reicht das gegen Blumenthal? Macht ein gutes Spiel bei zwei Spielen. Na gut, im Moment ist es schon, wie gesagt, ich möchte nicht nochmal das mit dem Pferd bringen hier, aber reicht es gegen Blumenthal, reicht es gegen Brinkum als Frage formuliert? Im Moment ist es natürlich auch vollkommen okay noch. Ja, vielen Dank für diesen Einstieg. Wir kommen jetzt zu unserer immer noch sehr neuen Rubrik, den Late Call. Sie können uns anrufen, auf den Anrufbeantworter reden unter folgender Nummer, die jetzt auch hier unten eingeblendet wird. Die 0421, die 172-70912. Und dort hat uns in der letzten Sendung ja Holger aus Grolland schon mehrmals versucht anzurufen. Jetzt hat er es wieder gemacht. Wir hören uns das Ganze einmal an. Ja, hallo. Hier ist der Holger aus Grolland. Ich wollte euch nur beglückwünschen zur zweiten Sendung. Ihr konntet euch echt nochmal steigern. Einziger Kritikpunkt meinerseits nur das Vorlesen des Tickers. Das hatte ja wirklich schon Hörbuchqualität. Aber wieso wurde das in den Abspann verbannt? Okay, bis denn. Tschüss. Herr Caraldo, wollen Sie was dazu sagen? Ja, ganz kurz nur, also mit Verbannen hat das nichts zu tun. Das war, ja, ob Hörbuchqualität, wie der junge Mann sagt, hin oder her, das ist ja nicht unser Hauptthema hier. Das aus meiner Sicht kann das ruhig im Abspann bleiben. Okay, gut. Des Weiteren hat uns Daniel aus Peterswerda angerufen. Wie gesagt, Sie dürfen uns auch gerne anrufen, Ihre Meinung rund um die Bremenliga uns mitteilen. Wir hören mal an, was Daniel aus Peterswerda gesagt hat. Guten Tag, hier ist Daniel aus Peterswerda. Ich habe Ihre Sendung verfolgt und freue mich schon auf den zweiten Teil. Eine Anregung habe ich auch für ein Thema. Ich finde es irgendwie total ungerecht, dass der Bremer Meister nicht direkt aufsteigt, sondern immer durch diese Relegation muss. Wie sehen Sie das? Naja, soweit. Viele Grüße und kick auf. Ja, zu dieser spannenden Frage, ob der Bremer Meister nicht direkt aufsteigen müsste, waren wir gestern im Stadion und haben uns umgehorcht unter den Fans und dort mal Meinungen reingeholt. Unter anderem haben wir folgende Fanmeinung. Ja, ich finde das total schade. Ich fände es wesentlich sportlicher, wenn alle Meister der einzelnen Ligen aufsteigen würden und dann würde sich eben im fairen sportlichen Wettkampf zeigen, ob sie die Regionalliga halten können. Ebenso hat Herr Fröhlich, der Co- und Torwarttrainer vom Bremer SV, uns dazu ein Statement abgegeben, was wir uns auch gerne einmal anhören wollen. Nein, sie muss natürlich nicht sein. Ich finde immer noch, dass ein Meister direkt aufsteigen muss. Ganz vielen Dank. Gerne. Ja, kurzes, knappes Statement. Herr Caraldo, muss der Bremer Meister direkt aufsteigen? Entschuldigung. Soll ich das noch begründen?
Nee, brauche also Herr Pallava, von oben sieht man besser, damit man noch besser sieht, eventuell direkter Aufstieg? Sehe ich ein bisschen, wäre schön. Als Fan würde ich mir das wünschen, definitiv. Andererseits, irgendwann musst du einen Cut machen bei den ganzen Ligen. Es verdichtet sich ja nach oben und irgendwann kannst du halt nicht mehr sagen, der Meister steigt auf. Dann hätten wir 4 Aufsteiger. Die Niedersachsen wollen sicherlich dann auch noch den zweiten mit drin haben. Hätten wir jede Saison 5 Aufsteiger, müsste man die Regionalliga aufstocken, dann mit 5 Absteigern. Oder du machst dann irgendwie eine Aufstiegsrunde mit den Absteigern und den Aufsteigern zusammen. Es wird ja alles nur kompliziert. Wäre schön, wenn er aufsteigen würde, aber ich vermute, ist es wahrscheinlicher, dass man sich sonst vielleicht mal in Bremen und Niedersachsen zusammensetzen sollte. Einfach mal Oberliga Bremen. Also in Niedersachsen und die Bremenliga einfach mal überlegen, zusammenzuleben. Dann hat man eine höhere sportliche Dichte sozusagen in der Qualität. Das würde vielleicht auch dem BSV gut tun, einfach mehr Gegner zu haben. Da würde dann auch nicht eine gute Halbzeit reichen wahrscheinlich. Ja, wir haben es ja auch so generell auch in der Relegation, wir haben es ja gesehen. Dann reicht, dann muss man voll da sein. Und da reicht dann eben nicht nur eine gute Halbzeit. Relegation oder eben auch bei dem Modell. Aber es ist natürlich trotzdem so, dass der Fan das als ungerecht empfindet. Und wer entscheidet sowas, welche Liga stärker ist und so weiter? Klar, kann man da auch vernünftig drüber diskutieren. Aber im Prinzip empfindet das der Fan, es wird ja immer gesagt Fansicht, aber das ist schon wichtig. Der Fan empfindet das als ungerecht. Ja, Daniel aus Peterswerda hat uns auf jeden Fall noch einmal angerufen. Und Folgendes uns mitgeteilt. Ja, hallo, hier ist Daniel aus Peterswerda. Ich habe gerade Ihre zweite Sendung gesehen und wollte mich bedanken. Ich habe mich sowohl unterhalten als auch gut informiert gefühlt. Meinetwegen könnten sich noch länger unterhalten. Andere sogenannte Talkshows gehen ja auch viel länger. Ich hoffe allerdings, dass durch Ihre Sendung mehr Leute den Weg an den Panzenberg oder zumindest zu Spielen der Bremenliga finden. Ja, soweit erstmal. Tschüss dann und kick auf. Herr Karal, dann sollten wir vielleicht mal irgendwie so ein 2 Stunden Weihnachtsspecial planen oder so. Wenn die Fans schon sagen, wir sollten länger hier sitzen, aber ja, kleiner Scherz. Weihnachtsspecial im Sommer. Also ist auf jeden Fall eine Idee wert. Oder die Late Night am Tag. Genau, was wir hier nicht machen würden, das haben wir in der letzten Sendung ja geklärt gehabt. Mehr Fans ins Stadion bringen, Ihr Anspruch für diese Sendung, Herr Pallava? Das wäre schön. Also wenn wir es wirklich schaffen, ist es ein schöner Nebeneffekt. Ich freue mich eigentlich, dass wir uns hier über den Fußball einfach austauschen können. Und ja, natürlich, es wäre schön, wenn mehr Fans, also es muss ja nicht unbedingt der Panzenberg sein, einfach mehr Fans im Amateurfußball, wo einfach die Spieler noch mit Leidenschaft dabei sind. Das wäre schön. Und ich finde, darüber, da können Sie jetzt einen trinken, oder? Nee, also das ist jetzt kein Klischee. Also das ist oder kein Spruch. Ja, mit Leidenschaft wir dabei sein, stimmen, das ist ja. Stimmen wir? Wir stimmen ab. Ja, dann dürfen Sie mal einschenken. Aber ich darf das ja, nur weil wir es noch nicht gemacht haben. Ja. Ja, ich möchte dazu noch mehr gerne sagen, Sie dürfen uns auf jeden Fall anrufen oder auf Facebook eine Nachricht hinterlassen. Noch einmal kurz die Telefonnummer hier unten von unserem Late Call eingeblendet. Genau. Mehr Fans zum Panzenberg, mehr Fans für unsere Facebook-Seite, die haben wir zurzeit, im Moment gerade 121. Wir haben in der letzten Sendung besprochen, dass der 120. Fan eine Tasse gewinnt. Dort sehen wir sie, die BSV Darmstadt DFB-Pokal-Tasse. Wir freuen uns, dass wir diesen Fan, ich glaube, gestern Abend gewinnen konnten. Wir werden den Fan anschreiben. Und werden dann eine Tassenübergabe machen. Warum 120, Herr Caraldo? Ja, das ist ja klar, es liegt auf der Hand, weil wir einfach krumme Zahlen lieben, wie sich in der letzten Sendung gezeigt hat. Und das war die Anzahl der Tore des BSV in der letzten Saison. Genau, diese Saison mehr oder weniger? Ich sag mehr. Mehr, aber nicht an die 150. Nee, 121. Ich sag 119. 119, okay. Ja, vielen Dank. Jetzt kommen wir zum Rückblick auf das Spiel gestern Abend. Das war der Bremer SV gegen Lea TS. 6:1 ist es ausgegangen. Und wie Sie eventuell ja auch gemerkt haben, Herr Calimero ist heute nicht in dieser Runde mit dabei. Er ist im Urlaub, hat uns aber Urlaubsgrüße und einen Rückblick auf das gestrige Spiel uns per Videobotschaft zugeschickt. Das schauen wir uns eben einmal an. Ja, hallo, schöne Grüße aus Rio. Ich kann ja leider nicht dabei sein, aber ich freue mich, dass der Bremer SV 6:1 gewonnen hat.
Ja, war ein schönes Spiel, ging gut nach vorne, war kaum gefährdet, alles richtig gemacht. Besonders gut fand ich den Spieler Nils Labs. Der hat richtig Druck gemacht, fand ich. Ja. Dann euch noch viel Spaß und schöne Grüße nach Bremen. Herr Caraldo, 6:1. Lea hat das erste Tor durch ein Freischusstor gemacht. Sie hatten es in der letzten Sendung thematisiert. Wurde dort eventuell nicht dann aufmerksam zugehört? Das weiß ich nicht, das kann ich nicht sagen. Aber es ist so, es ist ja so gekommen, wie ich es gesagt habe. Ne? Also Lea TS war stark bei Freistößen und genau das 1-0 fiel durch einen Freistoß. Ob es jetzt zu verhindern gewesen wäre, ist ja, steht auf einem anderen Blatt, aber 6:1. Also ich finde, das war eigentlich ein recht deutliches Spiel vom BSV. Ja, da Lea hat das 1-0 gemacht. Sie waren gefährlich über Konter. Also auf jeden Fall zumindest in der ersten Halbzeit. In der zweiten Halbzeit wurde es doch deutlich weniger. Aber der BSV hat gleich ein gutes Zeichen gegeben nach dem 1-0. Das war ja quasi der Anstoß, der zum 1-1 führte. Und ich fand, dass es am Ende der ersten Halbzeit nur 2-1 stand, das war auch ein bisschen unglücklich, weil Chancen gab es vorher und danach auch reichlich. Der BSV war schon besser. Der BSV war schon besser. In der ersten Halbzeit. Ja, am besten hat mir gestern auch wirklich der Sebastian Knietsch gefallen. Mhm. Zwei Kopfballtore, die ich bei ihm jetzt nicht erwartet hätte, weil da haben wir ja andere kopfballstärkere Spieler, würde ich sagen. Mhm. Das eine ein sehr sehenswerter Flugkopfball, ein Seitfalls hier, der leider nicht reinging. Dann gab es noch das Abseitstor, was wir gesehen hatten. Also der BSV hatte mehr als genug Chancen. Aber gegen Lee hat man auch wieder gemerkt, man muss halt hinten auch die ganze Zeit aufmerksam sein. Weil die haben halt starke Konter gefahren und das ist halt das, was der BSV in der Liga macht. Herr Caraldo, Ihr Thema reicht eine gute Halbzeit. Wie einige ja auch bemerkt haben, waren Sie auch nur eine Halbzeit dort. War es eine gute Halbzeit, die Sie dann gesehen hatten? Hat das jemand bemerkt? Ja. Nein, ich musste leider weg gestern und ich habe die erste Halbzeit gesehen. Ja, dann ist die Frage, denke ich, beantwortet. Ja, danke. Okay, kommen wir jetzt zum Stand der Tipprunde. Hier einmal ein ganz schneller Überblick. Man muss ja einfach sagen, zweiter Spieltag ist noch gar nicht komplett fertig. Wir gucken drauf. Herr Armin Pallava mit 245 erster, vor Calimero mit 213, damit 212, Caramba und Fritz Caraldo und ich liegen auf dem letzten Platz mit erfolgreichen 210 Punkten. Wobei wir hier noch einen ganz speziellen Fall haben. Herr Caraldo, Grolland mal wieder. Mal wieder das Thema Grolland. Nicht Ihr Thema, aber können Sie das mal? Ja, ich kenne mich schon ein bisschen aus, weil Grolland spielt in der Bremenliga. Ich kenne mich in der Bremenliga aus, wollte ich noch mal klarstellen. Aber es geht ja um was anderes. Es geht darum, dass wir nicht genau wissen, wie das Spiel gestern Abend ausgegangen ist. Genau, wir haben zwei unterschiedliche Bilder, die können wir jetzt einmal einblenden. Einmal von kicker.de und dann sehen Sie jetzt noch einmal das Bild aus dem Videotext. Herr Pallava, wer hat denn nun gewonnen? Das kann ich momentan nicht sagen. Sicherlich der bessere Verein. Oh, naja. Das kann man wohl schon auch weiter. Das ist auf jeden Fall. Ja. Also man weiß es nicht. Und Grolland ist momentan ja auch wirklich. Also da kann man nicht drauf wetten, wie sie spielen. Ersten Spieltag gewonnen gegen Groen, dann jetzt beim VfL 2:5 verloren, im Pokal 4:0 gegen Brinkum verloren, was jetzt nicht unbedingt eine Überraschung ist. Ja, ich denke, das muss man sehen, aber ich glaube, nach dem DFB-Pokalspiel spielt der BSV gegen Holland. Das wird ein schweres Spiel. Darf ich dazu, was ich ja auch ganz gut dann dabei finde, ich glaube, das ist ja auch der Grund, warum wir die Bremenliga hier überhaupt so lieben, da man auch nach dem Spiel nicht unbedingt weiß, wer gewonnen hat. Oder? Ja, genau so ist es. Ja. Gut. So, ja, ich muss dann noch. Ja, Prost. Ja, stimmt. So, jetzt kommen wir zum Ausblick auf das nächste Spiel und das findet am Mittwoch statt in Groen um 18.45 Uhr. Nächste Woche sind ja die viel berühmten, berüchtigten englischen Wochen in der Bremenliga. Groen, Herr Pallava. Letzte Saison sehr stark in der Hinrunde, in der Rückrunde etwas nachgelassen, überraschend sehr stark in der Hinrunde. Diese Saison, was denken Sie? Ich denke, diese Saison wird Groen nicht so auftrumpfen können in der Hinrunde wie in der Rückrunde. Es gab sehr viele Wechsel, Trainer, Spieler. Sie haben jetzt wohl eine recht junge Mannschaft. Ich glaube, sie werden diese Saison eher ein bisschen, wir haben Mittelfeld angesiedelt werden, unteres Mittelfeld.
Ich bin gespannt. Letzte Saison, das waren ja wirklich zwei, also das erste Spiel war wirklich ein Spiel, da muss man aufpassen, dass man nicht umfällt vor Spannung, weil das 3-3 ist, glaube ich, unvergesslich, was wir dort gesehen haben und gehört haben. Und dann das Auswärtsspiel des BSV. Wenn ich mich jetzt richtig erinnere, das letzte Tor für den BSV, letzte Minute. Ja, war in der Nachspielzeit und die Bewohner haben sehr stark protestiert, weil angeblich war da irgendwo ein Foul. Ja. Angeblich war da immer gerade irgendwo ein Foul. Und das Rückspiel ganz anders, da hat der BSV richtig gedrückt, hat verdient, gewonnen. Und das war ein schönes Spiel und ich freue mich auf das Spiel, weil es ist eine schöne Sportanlage. Ja. Caraldo, in Gron, Sie waren selber schon mal in Gron im Stadion? Nein, ich freue mich sehr, dass ich da auch mal jetzt hinfahren kann am Mittwoch mit Ihnen. Und ich glaube nur, Herr Pallava war das letzte Mal bei alleine da und deswegen war noch nicht da. Das wird dann Premiere sein. Eine der wenigen Sportanlagen, die ich noch nicht gesehen habe in der Bremen Liga. Ist bestimmt nett. Und dort wird auch wahrscheinlich nicht eine gute Halbzeit reichen. Oder wie denken Sie jetzt mit dem... Bei Gron bin ich mir nicht ganz so sicher. Ja. Ich schätze Gron auch nicht ganz so stark ein wie natürlich in der Hinserie der letzten Bremenliga-Saison. Ist bestimmt eine Wundertüte, die Groner Mannschaft. Und, ja. Sehen Sie da nicht ein bisschen zu sehr durch die Bremer SV-Brille? Die Bremer SV-Brille, die habe ich noch gar nicht. Gibt es die im Shop? Oh, nee, im Shop glaube ich nicht. Da gab es aber eine Wundertüte. War das denn schon abgestimmt? Ja. Ja. Ach so. Auf die Wundertüte. Genau. Ne, im Shop, glaube ich, gab es nur die Uhr. Aber lecker. Gut. Meine Herren, danke an diese kleine, nette Runde. Zum Abschluss schenken wir wieder uns einen ein und wir trinken heute aus dem Joffa schönes Blaues. Ja, das ist passend so zum Saft, ne? BSV. Meine Damen und Herren, wir würden uns freuen, wenn wir uns die nächste Woche... Das stimmt ja gar nicht. Diese Woche wird es ja gesendet. Ja. Am Samstag, meine ich, gibt es die nächste Sendung, wenn Sie dort wieder einschalten würden. Und so verabschiede ich mich hier aus dieser Runde bei Ihnen zu Hause und sage Prost auf den BSV, auf die Bremenliga. Wiedersehen. Prost. Geht's los. Heute mit Alas Ciklarek im Tor. Die Mannschaft läuft auf. Heute in Rot mit Nils Labs. Aber ohne Jabba. Lehe hüpft im unschuldigen Weiß auf dem Platz. Und gleich kommt sie. Die Bremenliga-Hymne. Die hat mir echt gefehlt. Heute ist nicht Habenhausen, sieht man aber auch an der Aufstellung. Erste Fastchance BSV. Rakete. Herr Caraldo sondert sich ab. Geil, die Berlin-Hymne. Morgen früh Supervision. Bier. Union. Rakete. Böse Menschen wundern sich, dass wir nicht am Hohweg sind. Hat ja geregnet. Freistoß leer. Würde Herr Caraldos Tipp beherzigt? Abseits. Auch wenn es andere schmerzt, wir sind die drei, die immer kommen. Viele Zuschauer? Ich denke, 150 Zuschauer. Freistoß BSV. Konter leer. Freistoß leer. 1-0 leer. Fehler von Ciklarek. Damit hatte ich jetzt auch nicht gerechnet. 1-1 im direkten Gegenzug. Labs Daniels. Saubere Flanke von Basti. Ist Darmstadt heimelige? So, bin spazieren. Guter Schuss von Radchen. Lees Trikot erinnert an Darmstadt. Gelb leer, nach Grätsche von Öle. Vollkommen zurecht. Riesenchance BSV aus dem Freistoß raus. Gelbe Karte Knietsch, nach Foul kann man so geben. Das Spiel wirkt hektisch. Guter Abschluss von Nils aus schwerer Position. Ecke BSV, aber nix geworden. Der BSV bekommt langsam mehr Spielsteinen, aber ist nicht zwingend genug. Konter leer, aber geklärt von Krogemann und Ciklarek. Herr Caraldo ist negativ schockiert. Und es gibt leider keine kurzen für schlechte Sprüche. Gute Chance BSV, aber leer ist bei Kontern gefährlich. Guter Abschluss Radchen. Seitfallzieher Knietsch.
So langsam darf der BSV auch das 2:1 machen. Das hätte Basti machen müssen. Super Pass, aber der Anschluss neben das Tor. Krogemann, das Kopfball Oberhörer. 2:1, BSV durch Kmitsch Kopfball. Halbzeit 2:1. Endlich wieder der BSV-Song. Also der einzig wahre BSVs echter Song. Lehe läuft schon zur zweiten Halbzeit auf. Abpfiff, zweite Halbzeit. Anpfiff. Das Spiel geht weiter, wie die erste Halbzeit geendet hat. Eckball Kniatkowski. Kopfball leider gehalten. Vorher super Abschluss von Nils. 3:1 BSV Flugkopfball Kmitsch. Unschlagbar. Wechsel BSV, unser Flügelglitzer ist nun dabei geblieben. Dabei. Wechsel BSV Jabba für Basti. 4:1 die Nummer 28, Florent Azizi. Jetzt spielt nur noch der BSV. Chancen im Minutentakt. Rakete, Abseitstor Jabba. Es gibt hier Chancen am laufenden Band für den BSV. Träumte Öle 5:1 aus 25 Metern schön ins Tor geschoben. Radchen ist Ben guter Mann, hilft dem Gegner, der den Krampf hat. 6:1 Jabba, das war's. Hätte noch ein bis zwei Tore mehr geben können. Super. Mm-hmm.